So ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute Nacht, 0130 2911, Telefonnummer, Faxnummer 0130 1151 22. Victoria, 44 Jahre. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, hi. Ja, wir haben einen Tag vor Weihnachten zusammen telefoniert. Aha. Mein Spitzname ist Tori. Dori. Tori. Tori, genau. Vielleicht erinnerst du dich. Ja, ich erinnere mich. Ja, wir haben über meinen Mann gesprochen, der mich einmal vor 20 Jahren hat sitzen lassen und jetzt vor 6 Monaten wieder. Ja. Und dann hast du mir geraten, dass man diesem Mann halt irgendwann die Leviten lesen müsste. Aber heftig, ne? Ja, genau. Ja. Ja, und eine halbe Stunde nach unserem Gespräch klingelte bei mir nachts das Telefon. Mhm. Du glaubst nicht, wer am Telefon war. Lass mich raten. Dein Mann. Nee. Nee. Seine jetzige Freundin. Deine ja. jetzige Freundin? Richtig. Sie hatte die Sendung gesehen und mich an der Stimme erkannt. Ja. Und hat dann einfach auf blauen Dunst hinein bei mir angerufen und hat gefragt, denn ob ich das wäre. Naja, ja. und wir haben das Gespräch dann vertieft. Ja. Und wir haben uns ein klein wenig angefreundet an dem Abend oder vielmehr in der Nacht. Also, aber du kanntest diese Frau schon? Nein, ich kannte sie ja nur per Telefon. Aber wie hast du sie per Telefon kennengelernt? Ja, sie rief ja bei mir an. Ja, aber wieso kann sie bei dir anrufen? Woher kennt sie dich? Sie kannte meine Telefonnummer, weil sie ja immer bei uns angerufen hat, wie mein Mann noch zu Hause war. Aha. So, und dann habe ich sie für den nächsten Tag zum Kaffee eingeladen. Moment, habe ich immer nicht verstanden. Wieso kannte sie deine Telefonnummer? Was war das für eine Frau? Das war die Freundin meines Mannes. Das war die, ach jetzt verstehe ich, das war die Freundin deines Mannes. Genau. Ah ja, ja. Genau. Mhm. Naja, und ich habe sie dann halt für den nächsten Tag zum Kaffee eingeladen. Mhm. Und dann habe ich Fürchterliches erfahren. Also, er hatte ihr erzählt, ich wäre seine Schwester. 6 Kinder hatte er auch nicht. Er hatte noch gar keine Kinder. Mhm. Und das Tollste war, sie war im 4. Monat schwanger von ihm. Mhm. Ja, und sie natürlich empört, ich empört. Ich hatte also einen Hals, wer weiß wie. Mhm. Ich hätte jeden Moment explodieren können. Ja, und dann haben wir uns einen Schlachtplan ausgedacht. Ja, wir haben, also ich habe ihn dann für den 4. Januar zum Kaffee eingeladen. Ja. Sie kam dann 1 Stunde vorher, hat sich bei mir in der Wohnung versteckt. Das ist ja schön. Ja, er kam dann pünktlich um 4 Uhr, ja. setzte sich an den Kaffeetisch und die junge Dame heißt Petra, ja. die kam dann dazu. Ja, und dann habe ich gedacht, ich müsste einen Notarzt rufen. Was ist passiert? Was also der kriegte dermaßen einen roten Kopf, dann wurde er weiß, dann fing er an zu frieren, dann fing er an zu zittern. Dann habe ich gedacht, jetzt ist soweit. Er sagte gar nichts? Nein, er kriegte keinen Ton raus. Aha. Ja, und dann haben wir ihn da bearbeitet, aber regelrecht verarbeitet, wie nicht was. Ja, ja und im Endeffekt war es dann, ich habe ihn also rausgeschmissen. Mhm. Mit den Worten, also er braucht nicht wiederzukommen, ich bin kuriert und ich erreiche die Scheidung ein. Endlich? Ja, zum 2. Mal. Ja. Ja, und naja, wir beiden Frauen blieben zurück. Wir haben uns so angefreundet, sie ist zu mir gezogen. Wie, sie wohnt bei dir? Sie wohnt bei mir. Ich habe eine sehr große Wohnung. Das sind 6 Zimmer und da ist also genügend Platz. Hat sie sich denn jetzt von deinem baldigen Ex-Mann auch getrennt? Richtig. Sie hat sich von ihm auch getrennt, obwohl sie schwanger ist von ihm. Richtig. Ja, das war ein ganz dummer Zufall. Also sie wohnt noch bei ihren Eltern. Mhm. Wie alt ist sie denn, die Freundin? Sie ist 22. So jung noch. Mhm. Mhm. Und dein Mann, wie alt ist der? Der ist 48. 48, ja. Ja, und er war dann halt auch bei den Eltern mit untergekrochen. Mhm. Ja, und die Eltern haben dann auch von ihr erfahren, wie das denn nur überhaupt Sache war und was an war. Ja, und kurzerhand haben die dann ihn erstmal aus dem Haus expediert, nichts wie raus. Da sind ja ungeheure Dinge passiert dann, ja, richtig, kurz nach Weihnachten, richtig. Auch kurz nach unserem Telefonat. Ja, da haben sich also die Ereignisse überschlagen. Das ist ein Ding, aber jetzt ist sie schwanger und sie kriegt in einigen Monaten ein Kind. Mhm. Wollt ihr beide das jetzt aufziehen? Ja, richtig. Das sind ja Geschichten. Das ist ja wieder Seifenoper, ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, ich sehe es also so. Er ist reichlich wütend darüber, dass wir beiden uns jetzt so gut verstehen. Ich finde das sehr gut, dass ihr beide da zusammenhaltet. Ja. Also ich konnte es mir erst auch nicht vorstellen. Ich musste mich erst an den Gedanken gewöhnen. Ja. Aber ich kann es mir heute eigentlich nicht anders vorstellen. Hat er sich denn jetzt damit abgefunden, dass es keinen Kontakt mehr gibt, auch zu der Freundin? Zu der Er hat sich in der Stadt eine Wohnung genommen. Mhm. Und ja, wenn er hier anruft, geht grundsätzlich der Hörer drauf. Wir haben also eine neue Telefonnummer beantragt und die kriegen wir jetzt in den nächsten Tagen. Ja, und dann kann er telefonieren, wie er will, kann von mir aus sich auf den Kopf stellen.
Das ist mir vollkommen Tori, wurscht. Was ich dich doch trotzdem fragen muss, das kommt mir jetzt so in den Sinn. Wenn das Kind da ist, gibt es da doch nicht bei dir irgendwie so latent vielleicht dann Eifersucht? Ist ja das Kind deines Mannes? Nein, eigentlich nicht. Guck mal, ich kenne die ganze Geschichte schon. Ich habe ja schon mal zwei Kinder von ihm aufgezogen, die er mit einer anderen Frau hatte. Hast du damals erzählt, ja. Und daher sehe ich das also nicht so eng. Ein völlig verrückter Verlauf, dann auch mit ausgelöst durch unser Gespräch hier in der Sendung. Ne? Richtig. Also gut, dass wir uns unterhalten haben. Ne? Ja, also ich habe nicht gedacht, dass das so eine Wende nehmen würde. Ich war so am Boden zerstört vor Weihnachten. Ich erinnere mich gut, ja. Und und dann überschlugen sich, wie gesagt, die Ereignisse und ich bin also dermaßen happy und glücklich und kuriert von diesem Mann. Aber ihr seid nur gute Freundin. Nicht, dass ihr jetzt, es geht nicht so weit, dass ihr euch jetzt auch noch verliebt in einander. Nein. Sie wohnt bei mir. Zwei gute Freundin. Und wenn sie später mal eine größere Wohnung findet oder eine eigene Wohnung findet, eine kleine Wohnung, dann zieht sie dahin. Aber vorläufig ist sie erstmal bei mir, weil sie nicht weiß, wohin. Gut, dass sich alles so entwickelt hat. Und ich wünsche euch beiden für die WG, die sich da gerade gegründet hat, alles Gute. Okay. Tschüss, Tori. Okay. Danke, dass du nochmal angerufen hast. Ciao. So, ihr lieben Fernsehzuschauer, falls ihr euch wundern solltet, warum hier so ein süßer kleiner Pudel steht. Dieser kleine Pudel ist sozusagen ein Sympathie-Symbol meinerseits für Pudel. Damit möchte ich, so ein bisschen eine flapsige Bemerkung wieder gut machen von vorgestern. Es haben sich sehr viele Pudelliebhaber hier beschwert, bei mir beschwert. Und da haben wir uns überlegt, wir müssen irgendwas machen. Ich muss ein Zeichen setzen. Dieses Zeichen ist hiermit gesetzt und dieser süße kleine Pudel darf jetzt die ganze Sendung über hier stehen und darf die ganze Sendung über in die Kamera gucken. Welcher Pudel darf da schon? Außer mir. Herzlich willkommen. Christian, 23 Jahre alt. Jo, hallo. Hi Christian. Na, grüß dich Domian. Ich bin, vor 4 Tagen ungefähr aus dem Knast. Abgehauen kann man nicht, kann man doch sagen. Also ich hatte Urlaub gehabt, Ausgang. Und bin jetzt noch nicht zurückgekehrt, sagen wir mal so. Ne? Und ich hab's vor, auch nie wieder zurückzugehen, weil ich noch 2 Jahre zu sitzen habe. Wie viele Jahre noch? 2 Jahre habe ich. Zwei Jahre. Du hast noch 2 Jahre vor dir. Habe ich noch vor mir jetzt. Ne? Ja. Ich habe momentan keinen Bock mehr reinzugehen. Ich habe das so satt alles da drinne. Christian, wie lange warst du denn schon im Knast? 1 Jahr und 6 Monate knapp war ich jetzt drin. Ne? Und weswegen bist du verurteilt worden? Also Einbrüche waren das etliche und Hehlerei und so kleine Delikte meistens. Dealerei, Einbrüche und sowas. Ja. Und wie viele Tage Urlaub hattest du? 3 Tage habe ich gekriegt. Mit Abreise. Und du alles bist, Abreise, ne? Und du bist jetzt, habe ich gerade nicht ganz mitbekommen, wie viele Tage? 4 Tage bin ich jetzt schon draußen. Bist du überfällig? Überfällig. Ja. Und wo hältst du dich jetzt auf? Momentan in Deutschland bin ich. Davon bin ich ausgegangen, ja. Also du bist irgendwie bei jemandem untergeschlüpft, bei dem Freund oder was? Bei einem Kumpel bin ich untergeschlüpft. Und du bist fest, du hast das feste Vorhaben, nicht mehr zurückzugehen. Ja, ich überlege mir jetzt, ob ich ins Ausland mache, aber da ist die große Frage, was mache ich im Ausland? Ich habe kein Geld weiter. Das wäre erstmal kein Problem, das zu beschaffen. Aber meistens halt auf die illegale Weise dann. Dann, wie lange ich das durchhalten tue, dann muss ich auch wieder rein, dann kommen ja neue Prozesse. Ist ein Teufelskreis. Weißt du, was alles schon in Gang gesetzt wurde, um dich wieder zu finden? Hast du irgendwie Verbindungen, Kontakte? Oh, ich nehme auch schon mal an, eine bundesweite Verhandlung und das wird sich dann ausweiten. Also, so sicher bin ich mir da auch nicht. Jetzt wundere ich mich natürlich sehr. Du bist in einer für dich sehr heiklen Situation, dass du hier in aller Öffentlichkeit mit mir redest. Warum? Weil ich keinen Ausweg muss, ich zum Psychologen, sagt man irgendwie zum jemand irgendwie anvertrauen kann man sich nicht richtig da, die verstehen ihn nicht richtig und momentan also, bin ich am Ende ja schon, sagen wir mal so. Dir geht es natürlich extrem beschissen, ne? Extrem, weil da natürlich null Perspektive ist und du gar nicht weißt, was jetzt weiter und passieren. Stress und Angst, dass ich mich irgendwann mal datzen und... Christian! Jetzt redet hier kein Moralapostel, sondern hier redet einfach der Domian mit dir. Ja. Wenn du das weiter durchziehst, was du jetzt angefangen hast, bist du auf dem allerbesten Weg, dein Leben noch mehr kaputt zu machen, als du es vielleicht jetzt schon gemacht hast. Hast du ja die Chance. Bist du zum ersten Mal im Knast? Das zweite Mal. Jetzt hast du mit der U-Haft und jetzt direkt in Strafhaft das erste Mal. Okay. Du hast ja die Chance. Du bist, wie alt, habe ich gesagt, 23 Jahre alt.
24 okay, Uhr. Bei allem Verständnis, dass es nun in unseren Gefängnissen nicht zugeht wie in Fünf-Sterne-Hotels und dass hier vieles bis oben steht, ist alles gar kein Thema, habe ich Verständnis für, brauchen wir nicht drüber reden. Aber du hast die Chance, danach, wenn du deine Strafe absitzt, wenn es auch noch über 2 Jahre sind, ein neues Leben anzufangen. Was du jetzt vorhast, ist absolut Banane. Absolut Banane. Du bist immer der Gehetzte. Man wird dich irgendwann sowieso kriegen und dann wird das Ganze und für dich alles noch viel, viel schlimmer und viel komplizierter. Und du reitest dich noch viel mehr in die Scheiße rein, als du jetzt schon drin steckst. Ja, stell dich so schnell wie möglich. Ruf heute Abend noch die Polizei an, in dem Ort, wo du dich aufhältst. Ach, also ich werde... Da gibt es ja Arrest dann wochenlang und... Ah. Christian, ich würde... Du denkst dir vielleicht, der darf jetzt gar nichts anderes sagen, weil er da im Fernsehen sitzt. Hm. Ich schwöre dir, unter uns Kumpels, wenn wir beide jetzt irgendwo in der Kneipe sitzen würden, ich würde dir genau dasselbe sagen. Beiß die Zähne zusammen und stell dich und zieh den ganzen Kram durch. Wenn du dich jetzt freiwillig stellst, wird das wahrscheinlich alles irgendwie noch hinzubiegen sein. Wenn du jetzt aber ins Ausland machst, wie du gerade gesagt hast... Hm. Wird hundertprozentig alles viel, viel schlimmer. Du wirst international gesucht werden. Irgendwann werden sie dich kriegen. Du wirst immer in Angst leben. Du wirst immer wieder auch in die Versuchung geraten, illegale Dinge zu machen, um dich über Wasser zu halten. Es gibt überhaupt kein Licht am Tunnel, wenn du jetzt so weitermachst. Allein habe ich auch keine Lust, aber gibt es irgendwie einen Psychologen, mit dem ich da mich bereden oder aussprechen kann, damit ich mir hingehen kann? Oder alleine? Zur Polizei meinst du? Du würdest mit einem Psychologen zusammen zur Polizei gehen. Ja. Ja. Oder mit sowas in der Art. Ja. Pass auf, dann werden wir jetzt Folgendes machen. Leg du jetzt mal auf. Ja. Wir werden uns sofort wieder mit dir in Verbindung setzen, mit meiner Psychologin, mit der Annette. Mhm. Und dann werden wir das versuchen noch einzufädeln, heute Nacht, okay? Ja, das wär mir nett, ne? Bitte? Das wär mir nett, also lieb wär mir das, ne? Das wäre dir lieb. Dann bitte ich jetzt auch die Regie, dass die Annette sofort in Aktion tritt. Aber dein Wort gibst du mir jetzt, dass du gleich wieder ans Telefon gehst und dich dann auch mit meiner Psychologin über die entsprechenden Schritte unterhältst. Ja, mach ich, ne? Okay. Jetzt auch, ne? Sofort, leg mal auf und gleich geht's weiter. Christian, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, ciao. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Sarah und Sarah ist 13 Jahre alt. Hallo Domian. Sarah, hi. Also, ich und meine Freundin, wir haben ein Problem. Wir sind in 2 Jungs verknallt, also total. Aber wirklich in 2 verschiedene Jungs? Ja, ja. 2 verschiedene Jungs. Ja, blöde Frage, wenn es 2 sind. Problem. Ja. Also, und alles hat damit angefangen. Wir haben mit 2 anderen Mädels Flaschen, Gläserrücken gespielt. Mhm. Und da sind halt die Normen rausgekommen. Wie? Und seit dem Talk war halt dann alles anders und... Wir haben uns dann halt ein bisschen mehr für die interessiert und... Moment, jetzt habe ich nicht richtig verstanden. Ihr habt mit mehreren Mädels Gläserrücken gespielt. Und was ist da genau rausgekommen? Also, das sind die Namen von den Jungs rausgekommen. In die ihr schon vorher verliebt wart? Naja, also wir waren vorher nicht so direkt in die verliebt, aber wir sind dann halt auf die aufmerksam geworden. Wie habt ihr denn, welche Frage habt ihr denn da gestellt? Also, was weiß ich denn hier, wer wird als nächstes mit uns zusammenkommen? Ach so, und dann kamen dann die beiden Namen gleich raus. No. Ja. Ihr hattet aber vorher schon so ein kleines Auge auf die Jungs geworfen. Ja, ne? Also indirekt. Indirekt, die waren nicht ganz fremd für euch. No. So, ja. Und wir haben uns dann halt nächsten Tag ziemlich gut mit denen verstanden und die waren halt ziemlich anders zu uns. Und naja, und wir wissen nur halt absolut nie, was wir nun machen sollen. Du meinst, die waren anders zu euch? Was heißt denn anders? Ja, haben halt... irgendwie anders mit uns geredet und... Was heißt denn anders? Freundlich, ja, oder nicht freundlich? Ja, freundlicher und ja, ich weiß nicht, kann man irgendwie nie beschreiben. Doch, musst du beschreiben, ich muss es ja verstehen. Waren die denn eher abweisend, nach dem Motto, hier, ihr lasst uns in Ruhe, oder waren die schon sehr, sehr nett zu euch auch? Ja, nett, oh, und man konnte halt besser mit ihnen reden. Mhm. Sind die auch in eurem Alter? Ja, sie sind, der eine ist 15 und der andere ist 16. Ja, also schon doch ein bisschen älter als denn so zum Beispiel du, ne? Du bist ja 13. Mhm. Ja. Habt ihr sie denn, muss ich es auch nochmal genau fragen, habt ihr sie denn nach diesem Gläserrücken angesprochen? Ja, wir haben uns nicht getraut. Aber die haben euch angesprochen. Es kam dann irgendwie so ein Kontakt, oder wie? Ja, irgendwie auch nie, aber...
Auf jeden Fall seid ihr jetzt in Kontakt, wie auch immer. Es ist dann passiert. No. So, wo liegt das Problem jetzt? Also wir wissen nicht, wie wir es ansprechen sollen. Wir wollen gerne mit denen zusammenkommen, aber wir wissen das absolut nicht, wie wir das machen sollen. Ach so, also so den direkten Kontakt gab es doch noch nicht. Nee. Aber du sagst, die sind anders zu euch. Das heißt, ihr sprecht doch miteinander, oder wie? Ja, schon. Aber... Schwieriges Problem. Sarah, ich verstehe es ganz alles gar nicht so richtig. Auf jeden Fall wollt ihr beide an die Jungs ran. Ne? No. Das ist die, so ist die Sachlage, ne? No. Ja. Habt ihr denn schon mal von euch aus irgendwie mal ein Wort von zu denen so gesagt? Oder steht ihr dann nur so rum und wartet? Wartet einfach nur ab? Also wir reden schon mit ihnen und versuchen alles Mögliche. Wir haben schon probiert, bei denen anzurufen und ja. Und haben schon die Adressen rausgesucht und sind mal hingegangen. Aber so weiter ist dann noch nichts abgegangen. Nee. Kann ja auch sein, dass ihr denen zu jung seid, ne? Wenn der eine 16 Jahre alt ist, dass die da gar nicht so Interesse dran haben. Ja, ehrlich gesagt, wir sehen nicht so unbedingt wie 13 aus. Und ihr seht aus wie mindestens 17. Ja, ungefähr. Sarah, wie wär's denn mit einem netten, kleinen, süßen Liebesbrief? Ja, wir haben halt Angst, dass sie das rumzeigen. Ja, das Risiko muss da eingehen, das ist so. Irgendein Risiko muss man in der Liebe immer eingehen, sonst kommt man nicht weiter. Also irgendwas musst du machen. Also wenn ihr euch nicht persönlich traut, die so richtig anzusprechen, was man ja vielleicht auch verstehen kann, dann wäre dieser postalische Weg vielleicht der beste. Ja, wir wissen ja auch nie, ob sie Freundin haben. Und ja, eben. Ich würde raten, in diesem Fall, setzt euch zusammen, schreibt jeder, aber nicht den gleichen, sondern das muss ich schon ein bisschen unterscheiden. Mhm. Einen netten kleinen Brief, nicht gleich zu total kitschig, aber so, dass ihr die Jungs ganz gerne kennenlernen würdet, dass du den einen besonders gerne kennenlernen würdest und wie wär's denn mal, wenn man vielleicht mal nachmittags was unternehmen würde zusammen und so weiter. Nicht direkt die große überschwängliche Liebeserklärung, das ist ziemlich albern. Mhm. Einfach nur so, dass ihr das gerne mal machen würdet und euch treffen würdet mit denen. Und dann abwarten, wie die reagieren. Mhm. Wenn die nicht reagieren, ist ein schlechtes Zeichen, dann schwingt sie euch ab. Aber vielleicht reagieren sie ja. Mhm. Versucht das mal. Also wir wissen ja auch nie, ob die bei dem Gläserrücken nur geschoben haben und... Aber die waren nicht dabei. Ja, sie waren ja nie dabei, eben, aber... Ja. Vergiss das mit dem Gläserrücken mal. Schreibt mal ein Briefchen und mal sehen, was dann daraus wird. Ja, okay. Okay, alles okay. Gute, viel Glück euch beiden. Ja, danke, tschüss. Sonja, neun Jahre, wollte ich sagen, auf Leitung 9. Das wäre was, ne? Sonja, 34. Jawohl, hi. Damit bin ich einverstanden. Ja. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ich rufe an wegen des Pudels. Ja. Kann man ihn denn im Fernsehen richtig erkennen wenigstens? Er ist ein bisschen schwarz. Der sieht mehr aus wie eine Katze. Nein, nein, das ist ein ganz kleiner, süßer Pudel. Dreh den mal um, bitte. Ich kann ihn mal umdrehen. Aha. Ja, man, ist es so ein bisschen vielleicht so besser? Ja, ne? Ja doch, ja. Jetzt sieht man, dass es ein Pudel ist. Ja, deswegen stell ihn mehr so seitwärts hin und mach ihm das Schild an der Seite rein. Das kann ich jetzt nicht mehr so schnell. Ich krieg mich nicht mehr einverlassen. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt bei dem größten Teil der Nation unbeliebt machen, aber ist ja wurscht, ist ja anonym. Ja. Ich habe also vorgestern schlapp gelegen. Ich habe dir ins Gesicht geguckt und habe mich gefragt, warum pustet er jetzt nicht los? Wie hast du das geschafft, Fassung zu bewahren, nachdem sich herausstellte, dass nicht der Bruder, sondern der Pudel gestorben ist? Ja, es war sehr spaßig, ich muss es zugeben. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich hatte Bruder verstanden. Wie ging es dir denn? Hast du den Pudel gleich verstanden? Ich hatte den Pudel gleich verstanden und habe gedacht, was redet er jetzt da? Warum guckt er denn so arg betroffen? Na gut, wenn der Pudel stirbt, ist ja nicht gerade erfreulich, ist traurig, ja. Aber dass du da so betroffen geguckt hast, das war für mich irgendwo nicht nachvollziehbar. Ja. Und als ich das dann rausstellte, ich habe hier wirklich gelegen, getrommelt und gepfiffen und geschrien und habe nur gedacht, warum lacht er jetzt nicht? Weil ich sah dir das im Gesicht an. Du hattest also echt so ein bisschen zu tun, ne? Aber natürlich, aber ich durfte dann ja auch nicht so lachen, weil dem Anrufer lag das ja schon sehr am Herzen. Ja, ist ja auch alles. Und ich habe ihn ja ein bisschen abserviert am Ende. Das tut ja, mir auch stimmt, leid. Stimmt. Und da habe ich dann noch erst recht gelacht, weil du ja danach so sagtest, so ganz kurz und eigentlich auch ziemlich leise. Es gibt ja nur wirklich Wichtigeres als den Pudel. Ja, aber... Und dann war ja diese Anruferin, die dir erzählte, dass sie in ihrer lesbischen Beziehung ganz glücklich ist. Ja, genau. Und da hast du dich so richtig toll und lang und ausführlich unterhalten. Und ja. Das ist natürlich wahrscheinlich für die Tierschützer jetzt und alle Tierliebhaber besonders schlimm und dramatisch. Also das tut mir auch leid. Dennoch muss ich sagen, dass mir diese Art der Betroffenheit in dem Fall schon ein bisschen befremdlich war, da das Ganze ja schon 2 Jahre zurücklag. Ja, ne? Also ich fand es arg übertrieben. Kann das schon verstehen, wenn man, dass man mit einem Tier sehr vertraut wird und dass einem das sehr leid tut und sehr weh tut. Also ich hoffe, es ist alles wieder gut.
Ja, also ich, wie gesagt, ich fand es nur spaßig, war sehr lustig, die Sendung. Lass den Pudel da stehen für alle Jahre. Nein, ich lasse ihn nur heute stehen, das reicht dann. Ich stelle ihn doch später hinten neben den Elch hier, genau. Sprinti oder was weiß ich, was das da ist. Da steht ja schon so viel, da kann er vielleicht dann auch mal stehen. Ja, gute eben, Idee. Ich werde immer daran erinnert, dass du dann richtig gut gelaunt immer in die Sendung gehst. Gute Idee. Okay, Sonja, alles Gute, tschüss. Heiko, 22. Hallo. Hallo. Ja, hier ist Heiko. Ich rufe an. Ja, weshalb rufe ich an? Ich weiß es auch nicht. Weil meine Freundin von mir ja sich etwas wünscht, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich ihr diesen Wunsch erfüllen kann oder möchte. Das bin ich aber gespannt. Um es kurz zu machen, sie hat einen Hund, an den ich mich jetzt gewöhnt habe. Wir sind 2 Jahre zusammen und Ahnung. Kein Pudel. War etwas schwierig. Kein Pudel. Nein, ist ein Dobermann. Ein Dobermann. Und also sie steht im Allgemeinen auf sehr bizarre Spiele und hat mich da auch schon in einige eingeweiht und konnte mich also für einige gewinnen. Und das war auch in Ordnung für mich, obwohl ich am Anfang meistens sehr skeptisch war. Sie hat mich also in puncto Sex, aber auch darüber hinaus eigentlich weitergebracht. Mhm. Aber jetzt wünscht sie sich halt etwas, bei dem ich, ja, keine Ahnung, sie möchte halt mich in ihre Spiele mit diesem Hund einbeziehen. Und das hat wohl so begonnen, dass ihr Hund irgendwann eine Erektion hatte. Mhm. Und das hat sie beobachtet und das hat sie in irgendeiner Weise dann wohl auch aufgegeilt. Das hatte sie mir damals auch erzählt. Mhm. Das fand ich noch gar nicht schlimm oder so. Und dann ist es wohl in letzter Zeit wohl auch zum Austausch von Zärtlichkeiten, hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber... Zwischen dem Dobermann und deiner Freundin? Ja, in erster Linie von ihrer Seite natürlich. Mhm. Und der Hund hat sich wohl nicht gewehrt. Mhm. Und daraufhin hat sie sich dann alleine wieder zurückgezogen in ihr Bett und hat dann masturbiert, weil der Gedanke daran, ja, sie halt so aufgegeilt hat. Mhm. Und jetzt wünscht sie sich wohl sehr sehnlichst und hat mich dann mit diesem Wunsch auch schon häufig, ja, bedrängt, sage ich schon fast, dass ich da in irgendeiner Form mit einbezogen werde. Was sollst du denn da machen? Wie sollst du denn da einbezogen werden? Ja, wen fragst du da? Ja, das wäre das Erste, was ich sie fragen würde an deiner Stelle. Ich habe bisher eigentlich immer abgewunken und habe das versucht, irgendwie vor mir zu drängen. Wir haben auch eine etwas ungewöhnliche Position, weil sie ist halt doch einiges älter. Wie alt ist sie denn? Sie ist 51 geworden. 51? Ja, und wir leben diese Beziehung jetzt schon seit über einem Jahr eigentlich auch ganz offen aus. Wir unterstreichen nochmal, du bist 22, ne? Ich bin 22, ja. Mhm. Und das ist aber nicht der Grund des Anrufs, weil das haben wir eigentlich geklärt und das läuft eigentlich auch ganz gut. Mhm. Am Anfang gab es etwas Schwierigkeiten, meine Eltern sind immer noch nicht sehr begeistert. Ihr Ex-Mann natürlich auch nicht. Ist und eine ganz besondere Thematik auch noch, ne? Dieser Altersunterschied, über den du aber gar nicht so reden möchtest. Das Problem ist einfach, dass... das ist ja eigentlich auch das, weshalb wir zusammen sind. Also ich stehe auf ältere Frauen, eindeutig. Und ich stehe auch auf diese Haltung zu älteren Frauen, von Respekt vor älteren Frauen. Okay. Und wir sind also nicht unbedingt gleichberechtigt in dieser Beziehung, sag ich mal. Und ich habe schon Schwierigkeiten, ihr in bestimmten Dingen einfach zu widersprechen. Ich würde auch schon sagen, dass ich eher der devote Typ bin. Also, zu dem Punkt, wie stehst du denn überhaupt, was hast du denn für ein Gefühl zu einer sodomistischen Vorstellung? Im Prinzip finde ich das völlig pervers. Ja, also gut. das ist meine spontane Reaktion. Heiko, dieser Satz kam mir so aus der Pistole geschossen. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich das schon so oft gesagt habe. Zum Beispiel kann ich sagen, also sie ist eigentlich die erste Frau, mit der ich Sex hatte, bis auf eine Ausnahme. Auf jeden Fall. Heiko, es gibt Millionen von Menschen, die das völlig pervers finden. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Ja, aber zum Beispiel hat sie mir Natursekt beigebracht, sag ich mal. Und da war ich am Anfang in der gleichen Position und im Nachhinein hat es mir eigentlich gefallen. Gut, aber das ist jetzt noch ein ganz anderes Bier und es ist ein Lebewesen mit einbezogen. Das ist richtig. Quälen würde oder könnte oder so, habe ich noch gar nicht nachgedacht und das glaube ich eigentlich auch gar nicht. So soll die Sache wohl auch mir nicht. Mir ist ja ganz unwohl bei, wenn ich das so höre, dass da in irgendeiner Weise vielleicht auch Druck ausgeübt wird von dieser älteren Frau auf dich, dich in solche eher perversen Dinge mit einzubeziehen. Ja, das geht eigentlich, der Druck ist eigentlich eher im übertragenen Sinne, dass ich mich halt ihr sehr verbunden fühle. Und aber deshalb muss sie dieses... fast alles für sie tun würde doch, ja. Ja, aber das ist natürlich bescheuert, ne? Dann muss... Ja. Ja, natürlich. Also deshalb muss sie, wenn da eine gleichberechtigte Liebe... Im Prinzip sagst du das gleiche wie der Ramon. Das ist ein guter Freund von mir. Ja.
Und der ist völlig entsetzt. Dann muss sie doch auch Rücksicht darauf nehmen, wenn du so etwas nicht möchtest. Und wenn das als pervers empfunden wird, was wirklich absolut nachvollziehbar ist, dann hat sie das zu akzeptieren. Wenn sie das nicht akzeptiert und trotzdem subtil versucht, dir das beizubringen, bist du bei der falschen Frau, Mensch. Aber ganz klar und eindeutig. Ja, sie hat mir, aber das Problem, ich bin ja halt sehr verbunden, weil sie hat mir halt auch über einiges hinweggeholfen. Ist doch völlig egal. Und was auch immer sie gemacht haben mag, ist vielleicht sehr nett von ihr und das musst du ihr hoch anrechnen. Aber sie darf doch nicht so eine Gegenleistung dann von dir verlangen. Ja, sie verlangt es nicht, verstehst du? Ich habe vielleicht, sie verlangt dann es sagt nicht, nein und sich. Ja gut, dann sagt nein und ist das Thema vom Tisch. Dann sag ihr ganz klar nein, ich mache sexuell vielleicht viele Sachen mit dir, aber da ist meine Grenze erreicht, ich mache es nicht, Punkt aus, ich möchte auch nicht mehr drüber sprechen. Ganz klar, eindeutig, da gäbe es für mich überhaupt gar keine Diskussionsgrundlage. Und wenn ich diesen Menschen noch so verbunden wäre, das ist einfach bescheuert, wenn jemand sowas macht und so etwas dann auch von dir in der Machtkonstellation verlangt. Das Problem ist, dass weshalb ich eigentlich anrufe, ist ja, dass ich mir ja selber halt gar nicht so sicher bin. Vielleicht kam das jetzt so eindeutig rüber. Völlig eindeutig rüber. Also lass dir da bloß nichts irgendwie eindrehen. Meine Meinung habe ich dir jetzt ganz eindeutig gesagt. Mehr kann ich dir jetzt nicht sagen. Lass die Hände davon und handle so, wie dein Gefühl das ist. Und wenn die Frau das nicht akzeptiert, dann zieh auch andere Seiten vielleicht in dieser Beziehung auf. Heiko! Hallo Jung, kann ich... Ach, hi. Ja, dann ist er weg. Ralf, 31. Ralf, hi. Ja, grüß dich Jürgen. Grüß dich. Tja, ich habe ein ganz großes Problem. Und zwar seit dem 3.1. ist meine Freundin samt Kind spurlos verschwunden. Seit dem 3.1? Aha. Und hat sie das damals auch mal über Fax zukommen lassen. Tja, keiner weiß, wo sie ist. Keiner weiß, wo sie steckt. Wie, erzähl mal die genauen Umstände. Wie hast du es bemerkt? Also ich bin in Köln gewesen. Mhm. Mittags bin ich von Köln dann aus nach Hause gekommen, nach Aachen. Mhm. Tja, da war sie auf einmal nicht mehr da. Gab es irgendeinen Abschiedsbrief, einen Zettel, irgendwas? Nein, gar nichts. Wir hatten noch am Vortag über Heirat gesprochen. Mhm. Wir wollten heiraten im Mai spätestens. Tja. Und du hast überhaupt gar keine Vorstellung, was da irgendwie als Motivation vorliegen könnte? Ja, teilweise. Ich weiß, also... Sie ist, also, wie soll man das sagen, sie überträgt ihre eigenen Probleme auf andere Leute und sagt, ich sag mal, oftmals nicht die Wahrheit. Bist du denn sicher, dass sie aus freien Stücken gegangen ist oder könnte sogar ein Verbrechen vorliegen? Daran habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Hast du denn die Polizei informiert? Ich habe damals die Polizei informiert und man sagte zu mir ganz einfach, also... Wir wären also nicht verheiratet, das könnten wenn dann nur halt Anverwandte machen. Mhm. Und zu ihren Eltern hat sie gar keinen Kontakt mehr. Der Kontakt ist gänzlich abgebrochen, sie hat auch so gar keine Freunde mehr im Endeffekt. Halt. Wie, so ist die Rechtslage, dass das nur Anverwandte machen können? Ja, ja, absurd, wenn es keine Anverwandten mehr großartig gibt, dann darf man als Lebenspartner da keine Anzeige erstatten? Ja, ich hab's versucht. Ralf, gehst du ganz bitte ganz nah ans Telefon? Nein, ich hab's versucht und... Das gibt's doch nicht, das habe ich. Unglaublich. Und so haben die dich dann entlassen, dass sie nichts machen können, weil du kein Anverwandter bist? Ja, genau. Und vor allen Dingen, alle Sachen sind noch hier. Sämtliche Kleidungsstücke von ihr wie auch vom Kleinen. Und ich schätze mal, dass sie ziemlich große Probleme hat, wo sie momentan gar nicht mehr weiterkommt. Wie alt ist das Kind? 14 Monate. 14 Monate. Und du hast überhaupt kein Signal, überhaupt nichts seitdem gehört, seit dem 3.1. Nein, höchstens nur Anrufe. Aha, das... Wurde wieder aufgelegt. Ah ja, Und jetzt hat sie vor kurzem bei einer Bekannten von mir angerufen und sie meinte, sie hatte das Gefühl gehabt, als ob sie weinen würde. Aha, also es gibt ein Lebenszeichen. Es gibt zumindest ein Lebenszeichen. Was hat sie denn der Verwandten gesagt am Telefon? Gar nichts. Überhaupt gar nichts? Gar nichts. Aber die Verwandte hat deine Freundin als die Freundin identifiziert, ja. Erkannt? Ja. Durch was? Aufgrund des Weinens, ja. Nur durch Weinen, die hat die Stimme erkannt. Ja, ja. Habt ihr denn, du bist da wahrscheinlich schon 1000 Sachen durchgegangen, so im Kopf, gibt es irgendwo irgendwelche Bekannten, vielleicht doch entfernte Verwandten, wo sie hingefahren sein könnte? Ja, die habe ich auch schon alle mal abgefahren. Sogar zu ihrem leiblichen Partner, der normalerweise auch gar keinen Kontakt mehr zu ihr hat. Mhm. Und ich an und für sich einen ziemlich guten Draht dazu habe, der mir auch viel geholfen hat jetzt in der letzten Zeit. Mhm. Und da war trotzdem nichts. Hast du denn Vorstellungen, wie es finanziell um sie steht? Hat sie denn genug Geld, um sich durch... Gar nicht. Gar nichts. Sie ist quasi fast ohne Geld hier weggegangen, beziehungsweise das, was sie eben noch im Portemonnaie hatte. Also eine Situation, die man sich jetzt gar nicht weiter vorstellen kann, ausmalen kann. Genau.
Ich weiß aber, dass sie, wie es im Krankenhaus gewesen ist, dort hat es einige Probleme gegeben, auch mit dem Partner davor, vor ihr quasi. Da ging es sich um einige Gerichtsurteile und ich vermute mal, die Schlinge hat sich so dermaßen zugezogen, dass sie einfach nicht mehr wusste. Welche Schlinge? Geht es auch um Geld? Oder? Es geht sich dort auch um Geld, ja. Es geht um Geld. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt also insgesamt zusammen 3 Jahre mit Unterbrechung. Und droht da irgendwie Gefahr, dass sie ganz viel Geld bezahlen muss? Oder? Ja. Wie viel? Es geht um Zigtausende. Mhm. Hat es denn zwischen euch beiden eigentlich gestimmt in den letzten Monaten? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir hatten noch einen Tag davor über Heirat und alles gesprochen. Mhm. Aber sie hat dir diese Sorgen und Ängste nicht so ganz klar mitgeteilt? Nein. Das vermutest du nur so? Ja, weil ich auch teilweise Sachen hinten herumbekommen also habe. Also bin ich natürlich jetzt völlig ratlos, auch was ich dir da empfehlen kann. Ich könnte dir jetzt eigentlich nur anbieten, in der Hoffnung, dass deine Freundin vielleicht diese Sendung irgendwo in irgendeinem Winkel unseres Landes verfolgt, dass du sie ansprechen kannst, dass du jetzt etwas zu ihr sagen kannst. Tja, Michaela, jedes große Problem ist zu lösen, sei es auch noch so groß. Und ich bin dir auch nicht böse für irgendetwas. Nur komm bitte wieder zurück und lass uns über die ganze Sache reden. Ich würde trotzdem an deiner Stelle nochmal mit der Polizei reden. Ja. Und ich kann dir auch versprechen, falls bei uns irgendwelche Informationen einlaufen, dass wir da gerne die Kontakte knüpfen. Mehr kann ich dir jetzt nicht anbieten. Das wäre super, wenn das klappen würde irgendwie. Ja. Wie gesagt, ich habe auch alle Radio- und Fernsehsender momentan angeschrieben, die mir auch so, sag ich mal, ad hoc einfielen. Mhm. Allein um sie zu suchen und auch um sie zu finden. Mhm, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht hat sie es zufällig heute Nacht gehört. Ich will es hoffen. Und gesehen. Ich drücke euch die Daumen. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Ralf. Tschüss. 1 Uhr 31 und 59 Sekunden. Musik und eine kleine Pause. Weiter, hier ist 1Live Domian, das Talkradio von 1Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht sind wir offen, ganz offen für alle eure Themen. 0130 29 11, Telefonnummer, Faxnummer 0130 11 51 22. Und ich habe gerade aus der Regie den Hinweis bekommen, dass Christian, der nicht in den Knast zurückgekehrt ist, wie er uns gerade erzählt hat, morgen früh sich stellen wird und in den Knast zurückgeht. Das finde ich ganz toll, wenn das alles dann auch so klappt. So, bevor es weitergeht, eine Postecke, eine Domian-Postecke. Ich habe einen Brief bekommen samt Karte. Wir können die Musik jetzt mal wegnehmen. Von Gerda Springer aus Friedberg. Und die Frau Springer schreibt mir: Lieber Herr Domian, während Ihrer Sendung am Heiligen Abend entstand die Idee, Ihnen zu schreiben, als ich hörte, dass Sie früher in Gummersbach wohnten. In dieser Stadt sind wir seit dem 8.10.97 zeitweise zu Gast. Wir wohnen dort im Elternhaus krebskranker Kinder. Der Grund ist eine Krebserkrankung meiner lieben Enkelin Nadine, 14 Jahre alt. Auf wunderbare Weise führte uns unser Weg zu Dr. Gehrein, ich hoffe, dass ich das richtig hier lese, Gehrein ins Kreiskrankenhaus Gummersbach, Kinderstation 2. In ihm und seinem Ärzteteam begegnete uns eine Herzlichkeit, Wärme und menschliche Zuwendung, die beispiellos ist. Trotz der Schwere der Erkrankung und das daraus entstehende Leid, Schmerz und Ängste fühlen wir dort eine Geborgenheit und eine menschliche Wärme und ein menschliches Vertrauen, damit noch vielen betroffenen Kindern und deren Eltern diese Menschlichkeit zuteil wird,
wähle ich diesen besonderen Weg als Dank. Meine Bitte an Sie, schicken Sie mit diesem Brief mal eine gute Nachricht über den Sender als Dank an das Krankenhauspersonal, an das gesamte Krankenhauspersonal. Das machen wir jetzt hiermit sehr gerne. Wir grüßen und ich grüße alle die Patienten dort in dieser Krebskinderstation, wünsche natürlich wirklich sehr, sehr gute Besserung und auch meinen Respekt vor den Leistungen der dort arbeitenden Leute. Und die Frau Springer hat auch noch ein Bild von der Nadine, zwei Bilder mitgeschickt. Ein Bild, als sie, glaube ich, noch gesund war, und das zweite Bild nach der Chemotherapie. Da sieht man auch, dass sie bei der Chemotherapie war, aber vielleicht wird ja alles gut. Toi, toi, toi von hier aus. Dann ein sehr nettes Fax von Dirk Becker aus Hagen. Überschrift: Unsere Tochter Lauren, 24 Monate, will immer in Anführungszeichen Domi gucken. Und er schreibt: Lieber Domian, endlich finde ich Zeit, dir von deinem vielleicht jüngsten Fan zu erzählen. Unsere Tochter, die 2 Jahre alt ist, findet dich magisch anziehend. Wie ihre Eltern, so ist auch die Tochter ein Nachtmensch geworden. Jeden Abend möchte sie Domi, wie sie dich nennt, Domi gucken. Und dazu müssen wir ihr dann unsere Kopfhörer aufsetzen, damit sie so aussieht wie du. Dabei nuckelt sie ihre Flasche für die Nacht und schläft dann selig ein. Deine Stimme hat, wie du sicherlich schon oft gehört hast, einen sehr beruhigenden Effekt auf deine Zuhörer. Also ich freue mich natürlich sehr, sehr über diesen jungen Fan und grüße die Lauren hiermit und jetzt ganz herzlich. Ich hoffe, dass sie noch nicht eingeschlafen ist und hoffe, dass den anderen Fans das nicht genauso geht, dass sie während meiner Sendung einschlafen. Das wäre ja nun nicht ganz im Sinne des Erfinders. Dann ein Fax von einem Zuschauer, Zuhörer, dessen Namen ich nicht mehr lesen kann. Und zwar nimmt er Bezug auf unsere Sendung vorige Woche Donnerstag, Liebesspielzeuge. Und er faxt mir hier einen Zeitungsartikel von einer Münsteraner Zeitung. Überschrift dieses Artikels: Ärzte staunten, Doppelpunkt, Sprengkörper im Allerwertesten. Und ich lese euch jetzt mal ein bisschen aus diesem Artikel vor. Münster, da wunderten sich die Ärzte granatenmäßig. Mit einem Panzergeschoss in seinem Allerwertesten war ein schmerzgepeinigter Bundeswehrsoldat in die Universitätsklinik von Münster eingeliefert worden. Als der Mann den ohnehin verdutzten Chirurgen auch noch mitteilte, dass sein hinterhältiges Anhängsel scharf sei und damit explosiv, rieten die Ärzte schleunigst, einen Sprengstoffexperten der Bundeswehr mit zur Rate zu ziehen. Warum und wie der Soldat zu seinem explosiven Mitbringsel ausgerechnet an dieser delikaten Körperstelle gekommen ist, lässt sich nur erahnen, schreibt der Kollege hier von der Münsteraner Zeitung. Ich würde mal sagen, wir wissen es, ne? Wir wissen es, die wir die Sendung gemacht und verfolgt haben letzte Woche Donnerstag. Wir wissen, was er damit vorhatte. Und noch ein Fax von, wie heißt er? Ah ja, von André. Und er nimmt Bezug auf Silvester. Er schreibt: Hallo Domian, Silvester war bei uns voll geil. Wir haben mit 30 Leuten eine richtig heiße Orgie gefeiert. Jeder hat auf dem Trip mit jedem geschlafen. So viel Sex an einem Tag hatte ich noch nie. Schade, dass du nicht da warst. Das finde ich auch, und demnächst unterrichtet ihr mich ein bisschen früher. Dann können wir das vielleicht noch arrangieren. Ende der Postecke. Es geht weiter mit Eckhardt, und der ist 57 Jahre alt. Ja, hallo, grüß dich, mein lieber Jürgen. Eckhardt, hi. Ja. Du schaltest bitte, halt, bitte deinen Fernseher oder Radio ganz runterdrehen, die Lautstärke. Ja, mache ich. Ja. So, ist jetzt besser? Ich hoffe, dass ja. Gut. Also, ich habe einen Wunsch und eine Bitte. Es geht hier um meinen Papageien. Deinen Papageien, ja. Ja, es ist eine sehr seltene Art. Ja. Wenn ich ein bisschen Redezeit bekomme, erkläre ich auch etwas dazu, ja, damit für die Nicht-Fachleute das eventuell etwas verständlicher wird. Genau, somit auch für mich. Ja. Ja. Und zwar, es handelt sich indianisch ausgesprochen um einen Ararauna, lateinisch ausgesprochen Ara Ararauna und auf Deutsch Gelbbrustara. Und ich bemühe mich, da ich ein Weibchen habe und schon dieses Weibchen seit etwa 15 Jahren pro Jahr zwischen 12 und 16 Eier legt, also seit dieser Zeit im Grunde genommen bemühe ich mich um ein Männchen. Wie kann das Weibchen ein Eier legen, wenn es da kein Männchen gibt? Doch, das funktioniert. Das legt Eier ohne Männchen? Ja.
Geht das? Na, bei Hühnern da auch. Also, geht das bei Hühnern? Jetzt blamier ich mich vielleicht. Ich dachte mir, ein Hahn gehört dazu, dass die Hühner Eier legen. Nein. Nein? Nein, es gibt so. Also auch Hühner, die haben keine Hähne. Ich lebe halt in der Eier. Stadt. Hier gibt es keine Hähne und Hühner und sowas. Das weiß ich nicht. Also okay, das legt also viele Eier. Also Jürgen, und mir geht es wirklich darum, es ist eine seltene Rasse. Insider wissen, weil auch durch dieses Artenschutzabkommen so etwa Mitte der 80er Jahre Einfuhr dieser Vögel verboten ist nach Deutschland, mhm, und die einen sehr hohen Preis haben, und ich weiß auch über Schmugglerringe von Holland nach Deutschland, die sich also da ein wahnsinns Geld mit verdienen, mhm, wenn also da Liebhaber und Abnehmer, mhm, sind. Bloß damit habe ich nichts zu tun. Ich rufe hier aus Berlin an und habe meinen Vogel schon seit 1971 gekauft, und da gab es also diese ganzen Vorschriften noch nicht. Und da war er ungefähr 6 bis 7 Jahre alt geschätzt. Und im Klartext, ja, du suchst einen Mann für deinen Papagei. So sieht's aus. Für deine Papagei-In. Also Arthur Line. Ich habe zwar Arthur übernommen, den Namen, die Vorbesitzerin wusste es nicht, dass es ein Weibchen ist und hat ja damals noch keine Eier gelegt. Mhm. Und ich finde es schade, dass so ein seltener Vogel, trotzdem ich also viele Kontaktanzeigen und so weiter versucht habe, aufzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, lieber Eckert, du lebst in der Metropole Berlin. Ja. Da muss doch irgendwo ein Arthur für Arthur Line zu finden sein. Nein, habe ich versucht, die Leute, die sich gemeldet haben aufgrund meiner Anzeige, das waren also 5, hatten alle Weibchen. Ach so. Es gibt keinen Hahn, und ich habe es auch mit dem Berliner Zoo versucht. Die haben gesagt, ja, 6 Monate, also ein halbes Jahr Quarantäne, sollte ich 6.000 Mark viel bezahlen, und das habe ich dann abgelehnt. Also ich weiß aus gut informierten Kreisen, dass sehr viele Zoodirektoren diese Sendung nachts verfolgen. Oh. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Zoodirektor, weiß ich, in München oder in Wanne-Eickel oder so, der jetzt ganz spitze Ohren bekommen hat und dir die Hilfe anbietet. Ja gut, prima, würde ich mich sehr freuen. Ja. Also ich würde also durch ganz Deutschland fahren mit meiner Artuline. Du machst für Artuline alles. So ungefähr. Ja. Und weißt du, es ist wirklich schade, dass jetzt diese Eier im Grunde genommen, er brütet die doppelte Zeit. Normalerweise sind 22 bis 24 Tage. Mhm. Er brütet bis 50 Tage, mhm, und dann wird es ihm zu dumm. Und dann verscharrt er die Eier oder zertrampelt die. Die sind ja dann faul durch die, mhm, Körperwärme. Mhm. Er bebrütet ja die Eier immer. Und dann ein Notgelege. Unmittelbar danach, etwa 14 Tage bis 3 Wochen, legt er nochmal ein kleineres, man nennt das in der Fachsprache Notgelege, ein kleineres Ei. Aber nutzt alles nichts. Es nutzt nichts. Es kommt dabei ja nichts rum, ne? Ja, und es ist wirklich schade, dass also so ein etwas seltener, jetzt rar gewordener Vogel, der auch ziemlich teuer ist im Grunde genommen. Außerdem gönnen wir alle der Artuline natürlich auch mal ein bisschen Sex, ne? Ein bisschen Spaß. Ja, gut, okay. Das arme Ding, das stirbt ja daher, ja, ne? Und ist ja wahrscheinlich schon ganz verwelkt. Ja, der ist also ungefähr jetzt 35 Jahre alt. Nein, Gott. Bis 100 Jahre wären die 35 alt. Jahre kein Mann. Ja, so das, ungefähr. Wer will das aushalten? So sieht's aus. Also, Eckhardt, sag noch mal einmal den korrekten Namen von dem von der Papagei. Also pass auf, indianisch heißt er Ararauna. Ararauna. Und lateinisch Ararauna. Ararauna, das und, reicht. Ja. Die Fachleute haben das jetzt kapiert. Gut, und, die Zoodirektoren und, wissen Bescheid. Naja, gut, okay. Wenn es da zu einer zu einem Kultus irgendwie kommen sollte, irgendwann, ne, werden wir natürlich hier in dieser Sendung berichten. Ja. Und vielleicht kann die Artuline, spricht sie? Das ist ein Weibchen, und bei den Weibchen sind die Stimmenritzen etwas angeordnet, also von der Natur ausgelegt, etwas anders ausgelegt also, als bei den Männchen. Sie spricht wenig. Sie spricht wenig, aber vielleicht können wir sie dann dazu bewegen, uns vielleicht ein paar Worte dann hier im Talkradio auch darüber zu sagen, wie es denn nun war, ne, mit Arthur. Mal sehen, was alles so passiert. Ja. Wir drücken Jürgen, allen die Daumen. Jürgen, vielleicht kannst du ein bisschen was vermitteln, ja? Ja, das machen wir gerne. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Schönen Gruß nach Berlin, ciao. Danke, tschüss. Stefan, 15. Stefan. Hallo. Hallo Jürgen. Stefan. Ja. Also mein Thema ist das Fahren ohne Führerschein. Das Fahren ohne Führerschein. Jetzt sag bloß, du machst das. Ja. Wie oft machst du es? Ja, manchmal einmal die Woche. Einmal die Woche fährst du ohne Führerschein? Ja. Mit einem Auto? Ja. Vermutlich. Ja. Wo fährst du denn dann? Also am Anfang habe ich nur auf einem Feldweg geübt. Das darf man ja, glaube ich, sogar, ne? Ja. Auf gewissen Wegen. Aber dann war da immer wieder eine Steigerung drin. Ich bin dann später ja sogar auf die Autobahn. Bist du wahnsinnig? Ja. Mit wessen Auto machst du das denn? Von meinen Eltern.
Und die kriegen das nicht mit? Nein. Wie lange fährst du dann immer, wenn du fährst? Stunde? Zwei? Ja, so etwa 300 Kilometer. 300 Kilometer? Wieso rufst du an? Du erzählst mir das. Ja, also mein Freund, der war da auch mal dabei. Und ja, da sind wir beide gefahren. Mhm. Der kann das wohl auch. Und wir sind so einige Male gefahren. Und dann ist etwas passiert, was mir eine Warnung war. Was denn? Und zwar, wir sind nach Köln gefahren. Von wo? Von der Eifel. Von der Eifel, mhm. Und dort haben wir uns verfahren. Mhm. Und wir waren stundenlang in Köln. Mhm. Und sind dann spät wieder rausgekommen. Mhm. Und dann, da ist noch viel passiert. Ein sehr aufgemotztes Auto, das wollte ich überholen. Mhm. Und ja, da waren zwei junge Männer drin. Mhm. Und die haben mich nicht überholen lassen. Mhm. Und ja. Was war dir denn jetzt eine Warnung? Ja, da haben wir uns ein bisschen gegenseitig provoziert. Mhm. Und nachher hat er mich dann verfolgt. Mhm. Und ja, wir wollten den unbedingt abhängen, ich und mein Freund. Mhm. Und da sind wir sehr schnell gefahren. Mhm. Und wir sind dann in eine Kreuzung gebogen, rechts abgebogen. Mhm. Und wir waren so schnell, dass das Auto ausgebrochen ist. Mhm. Wir sind auf die andere Straßenseite gekommen und wären fast in ein Schaufenster gefahren. Es wäre fast was Schlimmes passiert. Ja. Aber es ist so haarscharf gut gegangen. Ja. Und ihr seid dann gesund und heil nach Hause gekommen. Ja, und ja, da habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Mhm. Das ist mir zu gefährlich. Wie lange liegt denn das jetzt zurück? Ja, drei Wochen. Und hast du seitdem wirklich nicht mehr gemacht? Nein. Nein? Ich kann dir auch nur dringend raten, Mensch, das nicht mehr zu machen. Ja, und hör mal, du hast doch die, du willst doch mal einen Führerschein haben, ne? Ja. Du, dir ist klar, dass du dir unter Umständen das auf Jahre verbaust, wenn du jetzt ohne Führerschein fährst und dann vielleicht auch noch einen Unfall verursachst. Ja. Dann kannst du es dir vielleicht über Jahre abschminken, einen Führerschein zu machen. Geschweige von den Kosten und all den schlimmen Dingen, die passieren könnten. Oder auch, wenn Menschen zu Schaden kommen. Ja. Ja, und ich glaube dir ja, dass du Auto fahren kannst, aber man kann ja in der Fahrschule trotzdem noch eine ganze Menge lernen. Ja. Und das ist ja auch nötig, ne? Ja, und mein Freund hat dann zu mir gesagt, ich will nochmal fahren. Mhm. Ansonsten werde ich dir keine Mathe-Nachhilfe mehr geben. Dann hol dir die Mathe-Nachhilfe, Mensch, woanders. Lass dich bloß nicht erpressen. Irgendwann, du hast ja selbst gesagt, das war dir eine Warnung, ne? Ja. Stell dir mal vor, da wäre was ganz Schlimmes passiert. Das kann jedes Mal passieren, so etwas, wenn ihr unterwegs seid. Was dann alles auf euch und auf dich zukommen würde. Oder ja, ihr vielleicht selbst jetzt im Krankenhaus liegen würdet und wärt schwer verletzt oder weiß ich was. Ja. Es gibt irgendeine andere Möglichkeit, kannst du mir nicht erzählen, es gibt irgendeine Möglichkeit, dass du dir, dass dir in Mathe geholfen wird, über vielleicht auch jemand anderen. Mhm. Mach das bloß nicht. Versprichst du mir, dass du das nicht mehr machst? Ja. Gibst du mir dein Ehrenwort? Ja. Wirklich? Absolut? Ja. Und sei knallhart deinem Freund gegenüber. Er könnte ja allen Scheiß machen, aber mach das nicht. Ja. Ja? Stefan. Ja, ich mach das auch nicht mehr. Bitte nicht. Du hast jetzt ein Ehrenwort hier mir gegeben, in aller Öffentlichkeit. Ich kann das nicht nachkontrollieren, aber das ist jetzt eine Ehrensache, dass das auch eingehalten wird. Ja. Ja? Stefan. Ja. Und wenn du einen Führerschein hast irgendwann, dann telefonieren wir nochmal miteinander. Ja. Ja? Gut. Tschüss. Tschüss. Philipp. Ja, hi Jürgen. 25. So ist es. Ja. Ist schon hart, was Leute mit ihren Hunden machen, ne? Ist hart, ne? Ja, ist hart. Ja, mein Thema ist Bundeswehr und wie man sich erfolgreich davor drücken kann. Ich gehe wohl recht in der Annahme, dass du dich erfolgreich gedrückt hast. So ist es. Wie und der WDR hat mir sehr dabei geholfen. Wie? Sowas macht der WDR? Ja, das macht er und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Wir sind halt tolle Leute, ja. Ja, so. Aber eigentlich wollen wir das gar nicht. Erzähl mal, was ist da passiert? Oh, das tut mir leid, dann möchte ich ihn versehen. Ja, es ist Folgendes passiert. Ich habe morgens völlig gegen meine Gewohnheit mal WDR 1 gehört. Das hören wir zum Beispiel nicht gerne. Du solltest jeden Morgen eins live hören. Ja, ihr könnt da nicht mit meiner Musik so richtig mithalten. Ist egal. Und ihr sendet irgendwie morgens einen Beitrag über einen Simulantenberater. Mhm.
Der Mann bringt also hauptberuflich Leute um die Bundeswehr herum, indem er also Insider-Informationen verkauft an Leute, die aus welchen Gründen jetzt auch immer sich um den Zivildienst bzw. Bundeswehr drücken wollen. Ich hoffe, dass dieser Mann bald geschnappt wird und hinter Schloss und Riegel kommt. Das habe ich mir gedacht, dass du das sagen würdest, aber ich bin dem Mann sehr dankbar. Hast du Kontakt mit dem aufgenommen? Ja, das ist inzwischen so 6 Jahre her. Und das funktioniert also folgendermaßen, man bezahlt dem Mann 500 Mark und er sagt einem dann, was man tun muss, um sich vor der Bundeswehr drücken zu können. Das heißt, welche Musterungsanforderungen man erfüllen muss, dass man ausgemustert wird. Und der Mann hat also, schreibt da in dieser Broschüre, eine Erfolgsquote von 100%. Wie, der hat sogar eine Broschüre herausgegeben? Ja, das ist ja das, womit er sein Geld verdient. Das ist natürlich so an der Grenze zur Legalität, muss man sagen. Aber ja. Also das liegt 6 Jahre zurück. Ja. Du hast dann Kontakt mit dem aufgenommen. Genau. Und was war dann der, wie hast du es dann konkret angestellt, dass du nicht zum Bund musstest? Das, was man tun muss, ist, also so Sachen wie Kniescheibe kaputt oder so, deswegen wird schon längst keiner mehr ausgemustert. Man muss also wirklich diese Grundanforderungen nicht erfüllen können. Das können ganz seltsame Sachen sein. Man kann zum Beispiel, wenn man bestimmte Nahrungsmittel nicht essen kann, und man ist dann beim Manöver. Da ist ja kein Diätkoch, der einem dann da was extra zubereitet. Was war denn bei dir jetzt? Was hast du angefangen? Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe schwere Depressionen simuliert. Dazu braucht man aber wiederum doch einen Arzt oder einen Psychiater, der einem das attestiert. Na klar, das war sehr einfach. Ich habe einfach eine Nacht durchgemacht, nicht gepennt, morgens zum Arzt, dann geht es einem sowieso nicht so gut. Dann ist einem kalt und man friert und man ist einfach nicht so gut drauf. Da war ich dann 5 Minuten drin. Der hat mich dann sofort zum Neurologen überwiesen. Und da bin ich dann hin, noch am gleichen Vormittag. Mit dem habe ich 5 Minuten vielleicht gesprochen, also so sehr langsam gesprochen und teilweise nicht geantwortet, nur auf den Boden geguckt und so. Einfach, ich war einfach nicht gut drauf. Und der als Fachmann hat dir das abgenommen? Ja, der schickte mich sofort mit dem Taxi, erstmal sofort zur Computertomographie, um irgendwie auszuschließen, dass ich irgendwie Blutgerinnsel im Gehirn hätte oder so. Also war natürlich nicht so lustig dann für mich. Die fanden natürlich auch nichts, hätte ich denen auch vorher sagen können. Und die fuhren mich dann gleich weiter mit dem Taxi in die Psychiatrie, wo mir dann wirklich langsam ein bisschen Angst und Bange wurde, ob ich es nicht übertrieben hätte. Und da habe ich dann so eine Stunde mit einem Psychologen geredet. Und ich habe ihm halt erzählt, ich hätte unheimlich Angst vor der Bundeswehr und so und hätte unheimlich Probleme damit und so. Ja, und da habe ich dann ein paar Termine mit dem freundlichen Arzt gemacht. So war ich dann 3-mal da. Und dir ist es gelungen, dir diese ganzen Termine über da deine Rolle durchzuziehen? Ganz genau. Und danach, das hat schon ausgereicht, hast du einen Attest bekommen? Ja, der schrieb dann einen freundlichen Brief an mein Kreiswehrersatzamt. Und daraufhin habe ich an meinem Geburtstag dann die Ausmusterung bekommen. Worüber du dich wahrscheinlich ein wenig gefreut hast. Sehr gefreut natürlich, weil das wäre für mich, in meiner Lage wäre das damals wirklich ziemlich existenzbedrohend gewesen, weil, ist natürlich für all die entweder Bundeswehr geleistet haben oder, so wie ich auch, Zivildienst gemacht haben, eine üble Sache. Ne? Ganz klar, ganz klar. Unser Staat baut ja auf Rechten und Pflichten auf. Ne? Natürlich, natürlich. Und wobei es ist halt eine Pflicht, halt diesen Dienst zu leisten. Ja, ne? Ich finde es eigentlich auch eine ganz gute Einrichtung, entweder Zivildienst zu machen oder zur Bundeswehr zu machen. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich hinter diesem Prinzip der Wehrpflicht überhaupt nicht stehe. Also gut, aber dafür haben wir ja die Möglichkeit, halt Zivildienst zu leisten. Ja gut, aber es ist die gleiche Sache im Prinzip. Also man wird dazu gezwungen, irgendeinen Dienst zu leisten. Ich bin nicht gegen den Zivildienst, das möchte ich sagen. Also ich respektiere... Aber so geht es nun mal in einem Staat, dass es eben nicht nur Rechte gibt und nicht nur Wohlgefallen und Wohlwollen. Was mich aber sehr wundert, ist auch, dass dieser Mann, dieser Berater, hast du das irgendwie noch weiter verfolgt? Ist der nicht juristisch belangt worden? Ja, er sagt natürlich niemandem, das und das musst du machen, dann wirst du ausgemustert. Er sagt eben nur, das und das sind die Grundanforderungen, ja, klar, die müssen erfüllt sein. Und wenn du eben jetzt ausgerechnet zufällig diese Krankheit hast, dann kannst du ausgemustert werden. Ja, ich verstehe, das kann man schon sehr geschickt dann halt verkaufen. Ne? Er fordert dich also nicht dazu auf, zu simulieren, sondern schreibt das so freundlich. Also, das ist 6 Jahre her. Ja. Und wie ich so deiner Stimmung und Stimme entnehme, findest du das im Nachhinein heute auch immer noch gut? Das war das Einzige, was ich noch hätte machen können. Also ich habe
ich will das jetzt nicht zu groß ausführen, das war eben beruflich bedingt, war das absolut nötig, dass ich da nicht anderthalb Jahre aus meinem Beruf rauskomme. Aber was meinst du, wie viele Leuten es genau so geht? Natürlich, ne? Die und tun wenn mir das, auch herzlich leid, aber wenn ich das, hatte nur eben dieses große Glück. Und wenn das alle so machen würden, ja, stünden wir ziemlich doof da, ne? Ja, na gut, das mag sein, aber letztendlich war es für mich absolut die richtige Entscheidung. Also ich hoffe, dass die Kriterien heute ein bisschen strenger sind, dass ja, die Simulanten da nicht ja, so leicht durchkommen. Das Problem ist immer, wenn dir das attestiert wird, dass du depressiv bist und so und so viel Prozent der Depressiven hängen sich früher oder später auf und du tust das während deiner Bundeswehrzeit und es war aber vorher bekannt, stehen die auch ziemlich dann ist der Musterungsarzt deinen Eltern oder wem auch immer gegenüber haftungspflichtig. Also du und hast das ist natürlich der Haken. Du hast es gemacht, du hast es uns mit Begeisterung erzählt. Ja. Und so lassen wir das jetzt einfach mal stehen. Okay. Philipp, mach's gut. Ja, du auch. Ciao. Ciao. Christian, 20 Jahre. Hallo, ja. Damian? Morgen. Ja. Morgen, Christian. Ja. Um was geht's? Um was geht's? Meine Freundin denkt, dass ich sie vergewaltigt habe. Deine Freundin denkt, dass du sie vergewaltigt hast? Ja. Warum denkt sie das denn? Ja, wir haben uns einen getrunken, also einen kleinen Schubs gehabt. Ja, und dann bin ich im Bett gestiegen bei ihr und dann hat sie irgendwie so Halluzinationen gehabt. Wie Halluzinationen? Ja, ob sie schlafgewandelt ist. Sie ist nicht rumgelaufen, sie hat erzählt, ja, komm her, komm, gib mir Liebe und so. Lass mich so groß ausdrücken, so, weißt du, direkt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Hallo, Christian. Dann machen wir weiter mit Esther. Und Esther ist 22. Ja, hallo. Esther. Ja, bin ich dran? Ja, jetzt haben wir noch 2 Minuten Zeit. Na, ich grüße dich. Hast du Glück gehabt, dass die Leitung abgesoffen ist? Ja, eben. Ich bin noch ganz froh nach all den ernsten Themen. Ja. Nein, ich brauche deinen dringenden Rat. Und zwar meine Eltern Silberhochzeit. Ja? Und ich habe den Film gedreht. Aber ich kann diesen Film heute Nacht nicht mehr schneiden, weil alle Videotheken Berlins, jedenfalls zu den 5, zu denen ich gelatscht bin, haben keine Videorekorder mehr. Das heißt, ich bräuchte irgendjemanden in dieser Stadt, der mir noch dieses Video schneiden kann. Also nein, morgen ist die Hochzeit. Nein, ich fahre morgen früh, um 8 Uhr geht mein Zug nach Österreich. Ja, da feiere ich mit denen. Da feierst du mit denen. Und ja. was ist das für ein Film, den du gedreht hast? Das ist, ich habe auf der Straße Leute gefragt, wie lange sie schon verheiratet sind, beziehungsweise ob sie glücklich verheiratet sind und ob sie nicht ein Statement haben. Vornehmlich ältere Leute und so. Esther, das ist aber auch schlechtes Zeitmanagement. Das hättest du ein paar Tage früher machen müssen. Ich weiß, aber so bin ich. Ich mache immer alles auf den letzten Drücker. Esther ist halt so. Na, genau so wie ich auch bei dir bin. Jetzt hängst du in Berlin und suchst ganz dringend jemanden zum Videoschneiden. Genau, der einen Videorekorder hat. Und zwar mit SCART-Anschluss. Das ist super wichtig mit SCART-Anschluss. Ganz genau. Mann, wenn das jetzt nicht mehr klappt heute Nacht, was machst du denn dann? Das weiß ich nicht. Das wollte ich von dir wissen. Weißt du, kein Geschenk, 25 Jahre Ehe, was man da verschenken kann? Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, die überrascht mich natürlich völlig. Also morgen ist die Feierlichkeit schon. Ja. Ja. Ich könnte die jetzt nochmal ganz schnell grüßen, meine Eltern, weil wir nehmen es auch auf Video auf. Das ist doch die Idee. Ja, schenke ihnen doch diese Videokassette. Genau. Und du hast jetzt die Möglichkeit, wir haben noch ungefähr eine Minute Zeit. Sag den tollsten. Spontan sein. Ja, ganz schön, den tollsten Gruß an deine Eltern. Okay. Liebe Mama Christa und lieber Papa Franz, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr es noch mindestens 25 Jahre durchhaltet und dass wir uns nicht mehr so annerven, wenn ich nach Hause fahre und dass ich keine Katzenallergie mehr habe, wenn ich nach Hause fahre und deswegen auch länger bleiben kann. Und und ich wünsche euch noch, dass alles einfach gut läuft. Ich wünsche den Eltern, dass das nicht noch 25 Jahre hält, sondern noch 50 Jahre ja, mindestens stimmt, hält. Oder noch 50 Jahre, Wahnsinn, genau. Das ist doch die Bombenidee. Du wirst dieses Video einfach morgen mitnehmen. Ja, genau. Und kannst es dann in trauter Runde oder vielleicht auch in einem größeren Kreis morgen Abend präsentieren. Na, klasse. Und wer kann schon seinen Eltern so direkt übers Fernsehen Glück wünschen? Das ist doch viel toller als irgendwelche Straßenumfragen in Berlin. Ganz genau. Also deine Feier ist gerettet, Esther. Klasse. Ist super, das nicht toll? Danke dir. Du bist ein Glückspilz. Ich weiß. Gute Fahrt nach Österreich. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde. Das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Gerald Baas, sehr herzlich bei Wolfram Spikowski, bei Peter Donalski, Markus Liebetanz, Jan Hölz, Heike Schmidt, Henning Kaiser, Tom Andreas und bei Annette Bövering. Jetzt sage ich euch noch unsere Themen. Nächste Woche heißt das Thema in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch: Zu jung für Sex? Fragezeichen, Ausrufungszeichen, Fragezeichen.
Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Sterbehilfe. Ich wünsche euch ein schönes, ein gutes Wochenende.